Das Kampf-Event ist vorbei und wir gucken uns heute die Ausbeute von mir an. Dann im zweiten Teil geht's nochmal zu den Whales, denn ich habe weiterhin Bock auf die ganzen Shinies, denn das treibt mir auch noch draußen. Ich bin ein Shiny-Jäger und ich will alles in Shiny haben. Und da habe ich mich jetzt auf das Alola-Knogger fixiert. Und wenn man sich das bei Pokébattle reinzieht, da kriegt man schon ein paar interessante Ergebnisse. Dazu aber später mehr. Wir bleiben erstmal beim Kampf-Event und ich muss sagen, das Event an sich, ich fand das mega Hammer. Doppelter Sternenstaub durch die Questbelohnungen, hast du eben fast 1000 Sternenstaub durch ein entwickeltes Pokémon bekommen, wenn du es gefangen hast. Und das war einfach so genial. Dann die 4 Kampf-Pokémon, die es in Shiny gab, in vermehrter Form. Richtig genial. Also da gab es auf jeden Fall genug Gründe rauszugehen, um da die Jagden auch zu machen, wer denn da Bock drauf hatte. Und das ist genau mein Ding. Ich bin genau der Typ, der alles in Shiny haben möchte und das war für mich das perfekte Event. Das, was aber die Stimmung doch enorm getrübt hat, das war das Wetter. Ich habe keine Ahnung, wie es bei euch gewesen ist, aber hier in Potsdam ging die ganze Woche einfach gar nichts. Es hat nur geregnet. Dauerregen, Regen, Regen, Regen. Du hast rausgeguckt und gehofft, bitte, bitte mal eine Stunde keine Regen. Es ging aber nicht. Es hat immer irgendwo aus Eimer gegossen und wenn es nicht gegossen hat, hat es gestürmt. Jetzt kann man sagen, okay, du übertreibst. Nee, ist es nicht. Ich muss euch mal ein paar Beispiele nennen. Also ich komme mit Regen auch gut hin. Ja, also auch ich nehme mir manchmal, wenn es wirklich mir dann auch zu blöd wird, einen Schirm. Nimm das Handy in eine Hand und versuch halt trotzdem noch irgendwie mit einer Hand Pokémon zu fangen. Hauptsache, du wirst vor Regen geschützt und das Handy ist nicht immer dauernass. Dann kannst du eben nicht immer so gut alles fangen und kannst aber zumindest die Pokés anklicken, um zu checken, ob es ein Shiny ist. Geht ja. Macht nur trotzdem keinen Spaß, weil überall Pfützen und Matsch sind. Ach, schrecklich. Und dann wird das Handy ja trotzdem nass, weil da eben noch der Sturm dazu kommt. Dann, was aber noch viel schlimmer gewesen ist, es ist wirklich der Sturm gewesen. Du hattest keine Chance, das Handy vernünftig in den Händen zu halten, dann wurdest du weggeweht und mit dem Schirm in der Hand dazu, kannst du vergessen. Das kannst du komplett vergessen. Das war einfach ein Kampf. Das war ein Kampf gegen die Natur. Und es ist keine Übertreibung, weil hier in Potsdam, da lagen die Bäume links und rechts ausgewurzelt. Wir hatten wirklich richtig krassen Wind. Noch ein Beispiel, also die Bäume an sich ist schon krass zu sehen, dass da einfach mal alles ausgewurzelt war. Aber wenn ich vorne auf der Brücke beim Bahnhof, ein paar von euch werden es kennen, diese Brücke runterfahre mit dem Fahrrad und ich trete dort nicht in die Pedalen und werde, obwohl ich bergab fahre, zurückgedrängt von dem Wind. Das muss man sich mal geben. Du fährst den Berg runter und wirst trotzdem zurückgedrängt, weil der Wind zu stark ist. Alter, das ging gar nicht. Das Wochenende fiel übrigens komplett ins Wasser. Also das war mir auch so blöd. Da hat es ja nur aus Eimern gegossen und zwar richtig stark. Da war ich vielleicht eine Stunde am gesamten Samstag und Sonntag draußen. Und das ist gerade, ich meine, ich komme damit irgendwie klar, weil ich mir denke, okay, ich hole es irgendwo anders nach. Aber auch ich bin Arbeiter und freue mich, dass ich 2 Tage frei habe in der Woche. Und wenn ich dann Samstag und Sonntag an meinen freien Tagen nichts schaffe, weil einfach draußen die Welt untergeht, hui, das ist, also damit muss man erstmal zurechtkommen. Und da bin ich bestimmt nicht der Einzige. Ich habe mich draußen mit ein paar Wade-Kollegen auch unterhalten, ein paar von denen haben ja auch Kinder und die haben auch gesagt, ja, die wollten eigentlich rausgehen mit den Kindern, aber es war zu gefährlich. Ich meine, das sagen mir wildfremde Leute, ja, mit denen ich hier einen zufälligen Wade mache, die konnten am Wochenende nicht raus, weil es zu gefährlich gewesen ist. Das sind die Umstände bei Pokémon Go beim Kampf-Event. Also das war auf jeden Fall, also im wahrsten Sinne des Wortes, es war wirklich ein Kampf-Event. Und zwar ein Kampf gegen die Natur. Naja, sei es drum. Da hast du den Umständen. Ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, 5 Shinies zu bekommen. Ich bin halt vor der Arbeit eher aufgestanden jetzt am Montag und Dienstag. Dann auch nach der Arbeit extra länger noch draußen geblieben. Also ja, bewusst auch dann später ins Bett gegangen. Ja, nur wegen diesen Shiny-Jagden. Also eigentlich richtig blöd. Aber was willst du machen? Wenn du so Bock drauf hast, dann machst du eben auch dann so eine Späßchen mit. Hat sich aber, wie gesagt, gelohnt. Denn ich habe insgesamt 5 Shinies bekommen. 3 Machoros, 1 Mediti und 1 Mankey. Und deswegen auch schon direkt mal die Frage, wer will denn tauschen? Ich brauche und möchte unbedingt einen Makuhita haben. Wer einen Makuhita doppelt hat und bei mir schon in der Freundesliste auf bester Freundstatus gekommen ist, der möge mir bitte das reinschreiben.
Also ich denke da an Kai oder Ralf zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr zocken konntet, weil ihr seid ja auch in Potsdam. Das heißt, ihr habt genau die gleichen Witterungsverhältnisse gehabt. Ich hoffe, ihr habt es irgendwie geschafft, noch was zu holen. Und wenn ja, vielleicht was doppelt. Vielleicht habt ihr auch kein Macholo. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Macholo ist ein Pokémon, das durften sehr viele haben. Denn von den Spawns her waren die, glaube ich, auch am häufigsten vertreten. Ich kann ja mal kurz reingucken in mein schönen Handy. So. So sieht das Ganze dann auch aus. Ich habe 5 Machomais schon ja, im Sortiment. Und ich brauche auch nichts anderes. Ihr seht schon, ich habe ganz, ganz viele starke Macholos gefunden, die von den WP und den IV sogar so gut sind, dass es völlig Wurst ist, ob ich hier irgendwo noch einen Hunderter habe, der rumschlummert. Ich habe unten, glaube ich, sogar noch irgendeinen 90er. Aber da weiß ich auch hier, zum Beispiel 9614, werde ich nie im Leben hochleveln. Den werde ich raushauen, weil ich einfach hier keinen Sternenstaub ausgeben möchte. Wozu? Denn ich habe ja schon eine Armee. Also mir geht keiner ab, wenn ich jetzt hier 10 Macho-Mais habe. Bringt mir gar nichts. Also das, was ich so habe, reicht mir schon. Der Rest ist just for fun. Und hier auf die Candies, das sind dann, ich habe jetzt noch 1800 übrig im Verhältnis dazu. Wir schauen uns mal ein Meditier an. So, da habe ich Candies. Naja, 1240 geht auch noch. Ich habe aber manchmal schon einmal entwickelt und auch Bonbons reingehauen. Aber ich glaube, das Pokémon war am seltensten vertreten. Also wer da eins gefunden hatte, durfte sich freuen. Der Rest war so irgendwie gleich verteilt, bin ich der Meinung. Ja, aber schön. Hat sich, wie gesagt, dann trotzdem gelohnt. Ich bin zufrieden mit der Ausbeute, werde mir alles dann noch rübertauschen und dann ist das Event damit für mich erstmal erledigt. Und ich hoffe auf gute Besserung, was das Wetter angeht, wünsche ich uns allen. Dann schauen wir uns jetzt mal Alola Knogger an. Jetzt, wo ich nämlich Shiny Absol auch erhalten habe und für diejenigen, die sich dafür interessieren, ich habe ja noch alles schön weiter notiert und ich kann euch sagen, dieses Shiny Absol, ratet mal, wann ich es denn bekommen habe. Ich hatte ja eine riesen Pechsträhne, was die Shiny-Chance angeht und ich habe weiter gezählt. Es war in diesem Monat der 48. Raid, was ja ganz gut klingt. Nehme ich jetzt aber die Raids aus dem Vormonat mit dazu, dann habe ich hier eine Hammerzahl. Ich habe jetzt nach knapp 150 normalen Raids und jeder dieser Raids gab mir eine Chance auf ein Shiny, habe ich nach diesen 150 Raids endlich ein Shiny bekommen. 1 zu 150. Alter Vater, also das ist eine richtig schlechte Zahl. Ich hoffe, dass das Spiel mir bei zukünftigen Raids ein bisschen mehr Glück abgibt. Also ich habe keinen Bock, jedes Mal 150 Raids zu machen und die Raid-Pässe auszugeben, um dann einen Shiny zu erhalten. Also da fühle ich mich ein bisschen verarscht, gerade wenn es heißt, die Chance liegt ja wohl bei 1 zu 30. Jetzt wird man wieder reinschreiben können, naja, es ist ja nicht so offiziell bestätigt. Das stimmt soweit. Aber ich dachte, man hat das schon 1000 Mal getestet. Das ist ja Bullshit. Wenn das stimmt, muss ich ja unwahrscheinlich viel Pech gehabt haben. Naja, das aber erstmal nebenbei. Alola Knogger ist ein Pokémon, das kannst du eben nicht so einfach zu zweit besiegen. Ich habe jetzt mal Folgendes getestet. Und zwar, was ist, wenn du jetzt mit irgendjemandem kämpfst, mit dem du noch kein Freund bist, und ihr beide seid so ungefähr Trainer Level 35. Das sind die Ausgangsbedingungen und wir haben gerade keinen Wetterboost. Bei irgendwelchen Pokémon. Dann wird das angezeigt. Wir sehen, welche Überraschung. Ramaldon ist da auf Platz Nummer 1. Gengar auf 2. Und Kyogre auf 3. Das ist ganz schön der Hammer. Und selbst wenn man dieses Pokémon hat, schafft man es mit der Zeit nämlich nicht. Ein 4-Sterne-Raid, und das ist ja ein Alola-Knogger, hat 3 Minuten, in der man das schaffen muss. Und zu zweit hast du also 360 Sekunden, weil jeder hat ja auch die gleiche Zeit. Kriegst es also trotzdem nicht gebacken. Du brauchst also irgendwas anderes. Dann habe ich geguckt, okay, wie ist es denn, wenn du schon einen Ultra-Freundes-Bonus hast? Ob sich da irgendwas dann tut? Denn du bekommst ja dann einen Attackenbonus. Und siehe da, wenn du dreimal einen Rampardos hast,
dann könnte es funktionieren. 12-mal geht er down. Das heißt, du brauchst dann schon 6 Stück von dem. Also jeder halt 6 Stück. Und dann hast du eine gute Chance, den zu besiegen. Ohne Wetterboost, zu jeder Stunde, beste, was passieren kann. Problem, man hat dieses Pokémon nicht. Es ist mega, mega selten. Man kann seine Sonderbonbons investieren. Also ich habe ein gutes, habe ich gefunden. Bräuchte ich bloß noch entwickeln. Aber eins bringt mir halt auch nichts. Und der Rest könnte man halt mit Gengar machen. Dann geht's noch. Das könnte ich genauso probieren. Aber ihr seht schon an der Zahl, 14 Mal ist zu erwarten, dass Gengar drauf geht. Und dann brauchst du auch die richtigen Attackenkombinationen. Ja, dass man da heil aus der Nummer rauskommt, sehr unwahrscheinlich. Dann habe ich mal geguckt, was ist denn, wenn Felsattacken geboostet werden? Und siehe da, da sieht's richtig gut aus. Da ist man mit Rampardos so gut dran, dass du 279 Sekunden brauchst. Also das sollte dann kein Problem sein. Und wenn da jeder 5 hat von denen, beste, was passieren kann. Noch besser ist es, wenn du dann ein, ja nicht Lavita hast, sondern ein Despota, ja, mit Katapult und Steinkante. Erstens geht dieses Pokémon nicht so schnell drauf und es liegt auch immer noch in der Zeit. Und das, meine Freunde, sind immer noch Pokémon, die auf Stufe 35 sind. Also ich bin jetzt so, dass ich halt selten auf Stufe 40 meine Pokémon hochpushe, mache ich ganz, ganz selten. Aber mit 35 Pokémon, das kriegt man hin. Aber hat man denn ein Despota 3-4 Mal im Team? Könnte man haben. Also das könnte man schaffen, wenn der Boost auf Wetterbonus für Felsattacken ist. Ja, das ist dann, glaube ich, das Wetter halb bewölkt und halb sonnig. Ja, der genaue Begriff, keine Ahnung. Was aber viel interessanter ist, wenn man jetzt eintippt, was passiert denn, wenn der Wetterbonus Regen ist? Und jetzt kommen wir der Sache nämlich schon näher. Da haben wir ein Kyogre. Und Kyogre ist ein Pokémon, das hatten wir erst kürzlich in den Raids. Und damit schafft man es auf alle Fälle. Denn ein Kyogre braucht 312 Sekunden, geht 6 Mal drauf. Und dann hast du nebenbei noch ein Garados. Und ein Impagator. Und die sind alle diese drei Pokémon liegen unter 360 Sekunden. Das ist also völlig Wurst, mit welchem Pokémon du spielst. Aber Aquahaubitze und dann Hydropumpe bei Garados in Verbindung mit so zwei Kyogre, das geht völlig klar. Habe ich getestet, ich habe es auch geschafft und so kann man es nämlich auch machen. Und ich habe auch nur 2 Mal ins Gras beißen müssen, also 2 Kyogre habe ich gebraucht. Der Rest Garados rein. Also eigentlich brauchst du nur Garados. Als Nachschub. Mit 2 Kyogre. Das reicht völlig aus. Damit kannst du, wenn der Umstand wirklich dir gut gesonnen ist und du gerade den Wetterboost für Regen hast und einen Knogger in der Nähe und du hast halt 2 Freunde, dann mach mit denen einfach so die Raids. Zu zweit gut machbar. Also so werde ich jetzt zukünftig darauf achten. Sollte es im Spiel wirklich regnen, dann gehe ich mit Fahrrad, wenn es draußen jetzt nicht regnet, also nur im Spiel, sind ja auch immer so 2 verschiedene Sachen. Ja, dann werde ich versuchen, da so einen Alola-Knogger auch zu farmen. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann auch da das nächste Shiny habe. Das ist der Plan. Ja, das war's aber heute zum Video. Mehr gibt's nicht. So kann man's machen. Ich hoffe, eure Ausbeute war ganz gut. Und wer tauschen kann und möchte, doppelte gerne auch. Es muss auch nicht ein Makuhita sein. Ich habe ja auch noch ein paar Pokémon hier auf dem Handy, wo ich ein paar Doppelte habe, wie zum Beispiel ein Tragosso oder ein Ponita. Dann Muschas habe ich sogar noch 2 Stück. Ein Schwalbini habe ich auch noch. Ja, da ist schon ein bisschen was zu holen. Kann man also gut tauschen. Ruhig reinschreiben. Ansonsten euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Community Day. Denn Rayquaza wird für mich wahrscheinlich uninteressant, es sei denn, doch, ich mache den ja zu zweit. Da versuche ich das mal, dann sehen wir uns doch wieder am Wochenende, wenn ich einen Rayquaza gefunden habe, den ich auch zu zweit besiegen konnte. Dann lasst euch überraschen, Rinja hauen erstmal und tschüss.